Der spontane Kniefall des Kanzlers in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus bewegte die Gemüter der Menschen nicht nur in Polen und Deutschland. 1971 erhielt Brandt den Friedensnobelpreis. Um menschliche Erleichterungen ging es Brandt beim Treffen mit DDR-Ministerpräsident Willi Stoph in Kassel und Erfurt. Tausende von DDR-Bürgern machten ihren Gefühlen in Sprechchören Luft. Sie empfanden zutiefst, wie sehr er für die Entspannung zwischen Ost und West eingetreten war. Willy Brandt und Konrad Adenauer, das waren die am meisten bekämpften und damit die politischsten Kanzler der Republik. Was bleibt? Die wichtigste politische Leistung war die Gründung selber, für mein Empfinden. Dass es gelungen ist, ich habe ja noch miterlebt, die Gefährlichkeit, Gefährdetheit der Weimarer Republik und die Entsetzlichkeit dessen, was dann kam, was nicht dauern konnte und doch auch nicht verschwand. Die Gründung der Bundesrepublik selbst, das war eigentlich für mich das wichtigste Ereignis. Wenn Sie mich aber fragen, was war für mich unter den Ereignissen in der Geschichte der Bundesrepublik das symbolisch kräftigste, dann würde ich sagen ganz eindeutig der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Helmut Schmidt war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler. Er regierte oft einsam, oft gegen die eigene Partei, aber immer unbeirrt. Legendär seine Macherqualitäten, die er schon als Hamburger Innensenator bei der großen Sturmflut bewiesen hatte. Die Nacht vom 16. auf den 17. Februar wird zumindest in den Hamburger Annalen als die größte Katastrophennacht der jüngeren Geschichte verzeichnet bleiben. Nach tagelangen Stürmen brachen die Deiche und in wenigen Stunden versanken weite Teile der schlafenden Stadt in einer Wasserwüste. Bewahrt bleiben in der Erinnerung an die Flutnacht wird die große zivile Bewährung der Bundeswehr. Tausende wurden von ihr evakuiert. Die Menschen, die auf die Sicherheit ihrer von Technik und Zivilisation geformten Welt vertraut hatten, standen ratlos angesichts einer Katastrophe, die sie für unmöglich gehalten hatten. Der Kanzler Helmut Schmidt führte die Republik souverän durch die ökonomischen Krisen der 70er Jahre, trotz seines Offenbarungseides. Schmidt, der Macher. Woran man sich einmal bei Helmut Kohls Kanzlerschaft erinnern wird, das werden seine Biografen beschreiben. 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland, 6 Kanzler. Das Wichtigste war, glaube ich, das, was je älter ich werde, mir umso wichtiger erscheint, dass wir 2 Dinge erhalten haben, den Frieden und die Freiheit. Die Vespa öffnete die Welt. Marseille, Rimini, Sizilien, die Reisen wurden immer länger. Endlich konnte man so leben, wie man es sich immer gewünscht hat. In den öffentlichen und privaten Haushalten lebte man allerdings über seine Verhältnisse. Das ist mein neuer Käfer, die Vespa, die wird jetzt verschlaut. Der Motor läuft schön rund und laut, will hoffen, dass ihn keiner klaut. Erstaunt der Nachbar rüberschaut. Das ist mein neuer Käfer. Schauen Sie sich meinen Käfer an, was dieser Käfer alles kann. Ist alles drin und drum und dran. Ein Käfer ist man erst ein Mann. Werktags geht's zur Arbeit mit Auto, jetzt man glaubt es kaum. Zur Wahrheit wurde mein schönster Traum den Henkelmann im Kofferraum. Der Nachbar hat vor Mund den Schaum. Werktags geht's zur Arbeit. Schauen Sie sich meinen Käfer an, was dieser Käfer alles kann, ist alles drin und drum und dran. Ein Käfer ist man erst ein Mann. Wir sind wieder wer, hieß es damals, aber wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen, diese Fragen wurden gerne verdrängt. Verdrängt wurde auch die Aufbauleistung der älteren Generation, denn heute sieht ja alles so aus, als ob es immer so gewesen wäre. Wohl kaum ausreichend für das Bewusstsein einer wiedergewonnenen Normalität. Mit welcher Dynamik sich unsere Welt veränderte, auch die Gesichter der Deutschen. Bilder für ihre eigenen privaten Erinnerungen.
Das rechte Maß steht zur Debatte, seit unter dem Verdacht des Landesverrats der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein verhaftet wurde. Das Cassandra-Geschrei, das sich daraufhin erhob, schreckte selbst die stillsten Bürger auf. Wohl selten reagierte zu Recht oder zu Unrecht die Öffentlichkeit so heftig wie in diesem Fall. Nun, nachdem die erste Welle der Erregung vorüber ist, bleibt dem Chronisten die Meldepflicht, dass in der Bundesrepublik seitdem wesentlich mehr in die Brüche ging als nur die Sitzpulte eines Hörsaals. Die junge Demokratie, die niemals ernstlich in Gefahr war, sah sich plötzlich leidenschaftlich verteidigt. Bundesrepublik, Stunden und Tage nach dem ersten politischen Attentat der Nachkriegszeit. Diese Bilder vom Kurfürstendamm gingen um die Welt. Ein paar Schuhe, ein Fahrrad. Zurückgelassen von Rudi Dutschka, als er schwer verletzt vor dem Attentäter flüchtete. Sein beinahe Mörder wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei identifiziert. Josef Bachmann. Sein Anschlag löste die schwersten Krawalle seit Bestehen der Bundesrepublik aus. In den Straßen der Großstädte probten 10.000 Jugendliche den Aufstand gegen einen Staat, den sie für morsch und abgewirtschaftet halten. Der Konflikt gipfelte vor die Zeitungsbogen jenes Mannes, den die linke Opposition zum Feind Nummer 1 erklärt hat. Axel Cäsar Springer. Die Auslieferung seiner Zeitungen zu verhindern, war das erklärte Ziel der SDS-Strategen. Protest. Sie verkleiden sich aus Protest. Gegen die Konsum- und Leistungsgesellschaft, gegen Rassendiskriminierung und den Krieg in Vietnam. An die Stelle des zärtlichen Make Love Not War tritt das aggressive Fuck for Peace. Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
Nachdenken über das eigene Land. In 40 Jahren Frieden und Freiheit hat das Land eigene historische Konturen gewonnen. Das Experiment Bundesrepublik ist gelungen. Wo sehen Sie, Frau Dr. Hamm-Brücher, Defizite? Ich würde nicht so sehr von Defiziten sprechen als von Schwachstellen. Ich sehe in unserer politischen Kultur nach wie vor eine große Unsicherheit über die geistigen Grundlagen unserer Republik. Hat es eine Stunde Null gegeben oder nicht? Was bedeutet zum Beispiel in unserer moralischen Orientierung Widerstand? Das Geschehen im Dritten Reich, das ist sehr tabuisiert worden und diese Verunsicherung bricht auf zurzeit. Da sehe ich eine Schwachstelle dann im Umgang der politischen Parteien mit demokratischer Macht und Verantwortung. Ich glaube, hier ist schwer gesündigt worden in den letzten Jahren. Ich denke, dass vieles der Verdrossenheit der Bürger das Defizit an Glaubwürdigkeit ist. Und ich möchte vielleicht als einen dritten Punkt der Schwachstellen noch nennen, dass unser parlamentarisches System, als das Parlament als erste Gewalt im Staate, seine Funktion nicht ausübt, sondern die stärkste Macht im Staat ist die Exekutive und nicht der Gesetzgeber. Und da die repräsentative Demokratie nur funktioniert, wenn der Bürger sich als souverän vertreten fühlt durch sein Parlament, funktioniert der Kreislauf noch nicht. Und diese drei Schwachstellen möchte ich mal so schnell aus dem Handgelenk nennen. Adelsstreithof. Ich darf das ergänzen, ich sehe das aber etwas anders. Wir haben schon einen falschen Rechtsstaat. Das Eigenschaftswort sozial in der Verfassung ist dem Recht zugeordnet. Wir haben aufgrund der Einflüsse der Kirchen, auch der Schaften, eine manche Verschiebung, eine Qualiverschiebung zum rechtlichen Tierstaat. Die Freiheit und der Rechtsstaat ist an die zweite Stelle getreten. Und hätte ich ein Defizit oder ist ein Defizit oder eine Frage von Frau Hamm-Brücher eine Schwachstelle? Die Freiheit hat immer den Vorrang. Und die Bürger wollen, die Schutz vieler Gruppen, die man einzeln aufschlüsseln kann, dass wir heute in allen gesellschaftlichen Großgruppen Überbetonung des rechtlich garantierten Sozialstaates haben. Wir sind nicht mehr gleich mit den kommenden drei Generationen, zwei ungeborenen Generationen und Generationen, bis 10 Jahre. Die Bundesrepublik und alle leben auf Kosten und der Volksproblematik auf Kosten der kommenden drei Generationen. Das ist, das ich für denklich und auch für gefährlich halte für die Zukunft. Ja, 30 Jahre mit Bonnern zu tun. Nun, dann spielten Sie auch im Artenbereich etwas Vater. Wie ist denn so ein bisschen ohne Beichtgarten das Tram dieser Politiker, mit denen Sie zu tun haben? Alle reden aus diesem Grund. Ich kenne ganz wenige, die aus harten Lustigmatten reden. Und aus Wertstellung und Wertnerautokratie zugestanden. Sprich, müssen wir unbedingt teilen. Das ist natürlich die Emanzipation. Und der Politiker und heute, das für alle Teilen, das sind wir haben ein Defizit halte. Das Visieren über die Bäcker. Deutsch, bei allen Gesellschaften ist zum Teufel. Und meine, was meine Erfahrung haben wollen, ist im Schnitt nicht besser, oder? Als die Asiaten. Man gibt Deutschland als Nationenvertrag. Ja, hier, wenn unser neues
an Glaubwürdigkeit. Wir haben, obgleich richtig ist, sehr viele Politiker in allen hervorragende Leute sind, Mühe geben, aber sie müssen erkennen, dass es ist, sonst wäre es nicht fragen, dass die junge Generation nicht gewinnen, indem wir ihr Idealbild Demokratie vorgaukeln, sondern deutlich machen, dass ein Land in der Zeit des und das oberste Gebot, es sich lohnt, mitzumachen, eben es machen und immer sehen, es ist die perfekte Welt hier auf dieser Erde herzustellen. Es ist immer möglich, die Dinge viel besser zu sagen. Eine nächste Generation von den Erfahrungen der Großeltern. Yes.
Sicher Gefängnis, mutig West-Berliner Rhein. Ja, 20.